Ich habe mir hier in OpenOffice.org Calc mit Hilfe der Steuerelemente ein Formular erstellt und ich möchte das als PDF-Datei exportieren und möchte ein PDF-Formular erzeugen. Und wenn ich mir das dann im Adobe Reader öffne, dann erhalte ich hier die Fehlermeldung. Ich kann das zwar ausfüllen, aber die Datei nicht abspeichern. Ich müsste das dann sofort ausdrucken. Eine Alternative ist der Voxid Reader. Hier können wir das Dokument bearbeiten und auch speichern. Deshalb lade ich mir dieses Programm hier runter. Und nach der Installation klicke ich das an. Wir kriegen das hier nur in der englischen Version. Ich kann aber hier auf Tools gehen und Einstellungen. Dann kann ich hier unter Language, also Sprache, Deutsch raussuchen und will das hier einstellen. Dann kriege ich aber die Fehlermeldung. Das ginge nicht. Er guckt jetzt im Internet nach dem Update und das scheitert aber auch. Ich kriege auch hier eine Fehlermeldung. Also müssen wir die deutsche Sprachdatei per Hand in das Programm integrieren. Dazu gehe ich jetzt nochmal in meinen Browser und lade mir die Datei hier runter. In der Beschreibung kriegen wir gesagt, wie wir das machen sollen. Wir sollen dann die Datei einfach in das Programm hinein kopieren. Ich starte den Download, bin dann hier auf der Voxid Herstellerseite und da sollen wir uns jetzt hier den neuesten Voxid Reader anklicken und dann können wir mit rechter Maustaste Ziel speichern unter die Datei, die XML-Datei hier speichern. Ich lege die bei mir auf den Desktop, dann habe ich die hier und kopiere mir die jetzt mit rechter Maustaste in die Zwischenablage, gehe dann auf meinen Arbeitsplatz Programme, Voxid Software und Voxid Reader und hier muss ich aber anders als in der Beschreibung vorgegeben mir in Ordner anlegen. Ich kann also die Datei nicht einfach hier hineinkopieren. Das geht nur mit dem Ordner, den nennen wir lang für Language. Den öffne ich dann und hier hinein kopiere ich mir jetzt die Sprachdatei. Dann kann ich das hier wieder schließen, öffne das Programm nochmal, gehe erneut auf Tools und Einstellungen und suche mir hier wieder die deutsche Sprache aus. Wenn ich das bestätigt habe, schließe ich das Programm, öffne das nun nochmal neu und dann sehen wir hier, dass jetzt das Programm in Deutsch erscheint. Ich habe den Voxid Reader als Standardprogramm für PDF-Dateien festgelegt. Der ist eine echte Alternative zum Adobe Reader. Okay.